und herzlich willkommen zurück zu Let's Grusel Amnesia. Wir sind stehen geblieben bei dem Detner Gripper, der mich immer unterbrochen hat. Und wir sollen, die Kugel zusammensetzen. Die beiden Türen waren zu. Na, Agrippa, geht's dir gut? By me, I'm the next best thing. Alexander, really fine. None other than Johann Muster. Ja, laber du. Johann Freier? Mein Gott, boy. His problem is the greatest man in history. And you don't. Ja, und ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn wirklich nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Wir sind hier stehen geblieben. Im Übrigen, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Wir haben den 2. heute. Werdet ihr auch höchstwahrscheinlich noch heute sehen. Haha. Ich bin fleißig. Ich habe mir zwar über Weihnachten, über Neujahr den Magen verdorben. Der grummelt bei mir ein bisschen, aber es hindert mich nicht, eine Aufnahme zu machen. Hallöchen! Yeah, ich bin in der Gummizelle. Mit einem Rohr. Wo bin ich hier? Er verwirrt mich ein bisschen. Hallöchen. Noch eine Gummizelle. Ich hab nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, ich hab nicht so viel. Ich hab doch keine Folie. Ach, was ist denn hier? Altar. Die Angst überkam ihm erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Lordano. In seiner Frustration warf er sie gegen die Bettpfosten. Du sollst dich auch nicht immer betäuben. Naja, wenn es Spaß macht. Kein Wunder, dass Daniel einen Hallus hat, wenn er sich immer ein bisschen Lordano reinpfeift. Okay, wo sind wir denn hier? Alles schön hell hier. Brauche ich wenigstens keinen. Wie heißt es? Oh oh. Ich hab da was gehört. Das ist aber hinter der Tür. Und ich hoffe, dass es hinter der Tür bleibt. Ich kann ja mal vorsichtig gucken. Grünes Feuer auch nicht schlecht. Seh nix. Seht ihr was? Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Nur Mythos, ja, war klar. Oh, scheiße, okay. Du hast mich erwischt. Du hast mich erwischt und darfst mich freiwillig töten. Hallöchen. Dankeschön. Ja komm, stellt sich hier nichts richtig auf. Sauerwacke. Geht doch. Ich darf nicht aufgeben. Ja, ja. Also da rennt tatsächlich so ein Monster rum. Aber wie weiche ich denn aus? Hier ist überall. Wo bin ich denn jetzt? Aufgenommen, wo bin ich? Hallo? Hier war ich aber noch nicht. Okay, gehe ich halt wieder. Abgesetzt. Das läuft nun mal. Was ist das hier? Oh, großer Geisterwunderlampe. Erscheine. Oder nicht? Ach, ich bin immer noch in dem Altarraum schon. Was? Question me? Was für eine Frage stellst du mir? Ich stelle gar keine Fragen. Doch, was ist das für ein Stuhl und warum steht er hier? Warum werfe ich ihn weg? Die zerbrochene Kugel. Oh Gott.
Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängt meine Forschung von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit den abschließenden Ritualen ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen. Und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Keine Ahnung, wie lange du im Leben bleibst. Ist das Monster denn jetzt weg? Scheint der Fall zu sein. Jetzt gehe ich da lang, wo das Monster herkam. Hallöchen. Oh, hier ist dunkel. Ah, nicht ganz. Geht's nicht mehr jetzt, Hell. Was haben wir hier? 12th of August, 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Okay. Ja, sei du mal vorbereitet, Daniel. Was ist das denn? Aufgenommen, Almathea. Auch immer ich Teer brauche. Ich habe einfach mal Teer mitgenommen. Jetzt gehe ich hier runter. Hier ist es kracht und laut. Und da liegt eine Zunderbüchse. Das lässt sich nicht bewegen. Warum nicht? Ist da irgendwas in dem Ding drin? Ja. Komisch. Vielleicht ein andermal. Wieder zugemacht? Ja. Das Monster ist weiterhin weg. Muss ich ihn jetzt, wo will ich ihn jetzt hin, sagen wir es mal so. Da, wo es schön lila leuchtet. Ich glaube, das ist ein Bug, aber dass man durch die Tür das sieht. Oder auch nicht die Tür brauchen. Die Socke hat schon eine glatte kreisförmige Vertiefung zur Oberseite. Ah, okay. Nee, da gehe ich jetzt zwar besser nicht durch. Okay, also hier ist der Altar, hier muss ich dann mal später hin. Aber hat Agrippa nicht gesagt, hier ist auch ein Teil der Kugel? Ach, was weiß der alte Mann schon? Hm.
Is this guilt I'm witnessing, then? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? Wie bitte? Ich hab nichts gemacht. Lass mich in Frieden. Das lässt sich auch nicht bewegen. War klar. Wir gehen mal wieder hier raus. Was ist das denn? Hey, mir krabbeln Krabbelviecher vor die Linse. Was? Was ist das denn? Der Kopf drin, die Hände zittern, einige Schnittwunden, aber. Hä? So nix. Geht da weg. Krabbeln nehmen hier einfach auch über die Linse. Ist ja widerlich. An diesem Tag stark etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. Zack, sind sie weg. Was ist denn jetzt? These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Why? Was seid ihr fies? Ihr foltert die Leute damit. Und lässt andere noch zuhören, damit die auch Angst kriegen. Aber wie fies kann man eigentlich sein? Kein Wunder, dass da die Menschen Angst kriegen. Da ist nichts drin, na gut, dann nicht. Wo ist denn dieses Querschiff, was sie da immer so schön erwähnt haben? Was ist denn jetzt schon wieder? I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. His cuts speak volumes. Even though my mind remains silent, they will be back. They will be back. Ich hatte was gehört, deswegen hatte ich die Lampe angemacht. Aber Einsatz mit X, das war wohl nix. Hey, der hatte wenigstens noch eine Lampe an, der hat so freiwillig ausgemacht. Was ist das denn? Aufgenommen Fleisch. Lecker. Yum, yum. Oh mein Gott! Ja, Daniel, da kriege ich auch Angstzustände, wenn ich sowas hören würde am laufenden Meter. Und da ist noch nicht mal einer hier. Ja, Daniel, wo ist jetzt das blöde Querschiff? Das ging auch nicht auf, ne? Kann von hier aus nicht geöffnet werden, ja. Is it so wrong? Du bist komisch. I found a meat. Was ist das denn da? Which had not been planted. Do you know meat? I suppose it doesn't matter. It is an old thing, building temples out of caverns. The dark walls being the humans, and inside are its followers. Humans watching the sky. Is it not keine Kisten, wo dann noch mein. But the followers do have one seem to arouse a real sense of connection to creation. The orbs. Herr Gripper, ich höre dir gar nicht zu, falls du es schon bemerkt hast.
Hier ist es schön hell. Ich gehe jetzt zurück, Gott. Ihr seht. Ich guck, will mich ein bisschen umgucken. Ich bin ja hier runtergegangen einfach. Hab mich noch nicht richtig umgeguckt vorher. Bevor ich gleich kein Öl habe und mich dann wieder jammer, dass hier alles so dunkel ist. Ein paar Zunderbüchsen habe ich ja noch. So. Einmal die Tür auf, bitte. Finde sie. Aber es ist die Stimme von Alexander, die ich höre. Das ist ja lustig. Was haben wir hier denn jetzt? Aufgenommen Zünderbüchse. In einer kleinen Menge nachgefüllt. Das funktioniert nicht. Es scheint der Maschinerie nicht zu stimmen. Okay. 9th of August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Ja, das steht so tief in seiner Schuld. Ja, und was funktioniert mit dieser blöden Maschine nicht? Ach, hör auf zu jammern. Witzig nicht. Dir war auch nichts, ne? Ne? Ich hab hier doch noch so eine komische hölzerne Kurbel. Und neue Materie. Wo man die Kurbel nicht irgendwo einsetzen kann. Gegenstand kann auf kein Objekt verwendet werden. Oder angewendet werden. Nur doch nicht. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Nein, den direkten Weg nehme ich jetzt mal nicht. So, solange ich noch genug habe. Ist doch schön, wenn es hell ist. Labor. Mit dem Labor kann ich auch nicht viel machen. Anfangen. This is something else. What lever? Oh, that lever. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Ich bin sicher, dass du was findest. Ah.
Nicht wieder im Kerker. Beziehungsweise. Schimmeliges Brot. Wie lecker. Bin ich der Mischige? Ja, mach die Tür mal auf. Da ist der Altar. Für Öl habe ich noch. Bisschen noch. Dürfte doch hoffentlich reichen. Da sehe ich eine Zunderbüchse. Brauche ich jetzt gerade nicht. Nochmal nach oben. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ich hin muss. An. Ist auch nichts Großes. Ist auch nichts Großes. Hier macht da wieder einer. Komisch. So, jetzt habe ich wieder kein Öl mehr. Jetzt darf ich wieder rumjammern. Das kann doch nicht sein. Hä? Geh ich halt nochmal in den. Alter. Irgendwas muss es da ja geben. Öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss sich Vater bei der Arbeit fühlen. Ein Künstler zu sein, der auf seine feinfühligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht einen in gewisser Weise stolz. Naja, ob mich was stolz macht, ist eine andere Sache. Haben wir nicht irgendwie so eine Karte? Nö. Nur Notizen. Leichte Kopfschmerzen. Ja, Daniel, die habe ich auch. Auch nur, weil ich mir den Kopf jetzt zerbreche. Das Ding. Er hat sie nicht getötet. Kommt noch, Daniel. Kommt noch. Lässt sich nicht bewegen. Was habe ich mir eigentlich für Notizen bisher gemacht? Memo. Schöne Ausstattung. Ach. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Der Sockel im Altar ist eine Vertiefung. Kugel anpassen. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Der Krippe, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens John Weaver. Es wird eine Kugel benötigt, um ins Innere Heiligtum. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Ja, super. Wie komme ich hier in den Folterraum rein? Ohne jetzt hier davon ein Monster gefressen zu werden? Wo sind denn diese blöden Folterräume? Jetzt gehe ich da nochmal lang. Aber hier war ich doch. Hier bin ich doch wieder aufgewacht. Hier bin ich nicht aufgewacht. Hier ist das komische Ding. Lass sie nicht bewegen. Jetzt sollte ich mal kurz mit Hammer meißeln. Ist das stabilen Metall und guten Zustand? Das bringt nichts. Okay. Also bisher bringt das dieser Part nichts. Auch mal nicht schlecht. So. Ein Versuch noch. Einmal darüber und
Wenn das dann immer noch nichts bringt, gucke ich nach. Dann ist genug des Verwirrspiels. Statuen, eine Tür. Ja, und ein Altar. So, jetzt reicht's. Jetzt guck ich nach, wo ich hin muss. Ich würde dann so sagen, wir treffen uns wieder hier in den Vorraum bei den schönen Kerzenschein. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe ordentlich nachgeforscht. Was heißt nachgeforscht? Ich habe einfach mir das LP von Mirko nochmal angeguckt. Ich danke Mirko nochmal dafür, dass er mir weitergeholfen hat. Und ja, man könnte mich eigentlich fast steinigen dafür, dass ich so dumm war und das Offensichtlichste übersehen habe. So, wir machen jetzt viele Schritte auf einmal quasi. Da so rot geleuchtet. Nee, das war jetzt bei mir. Irgendwas hat mich jetzt gerade geblendet in meiner Brille. Komisch. Wird wohl so richtig sein. Okay, Daniel. Renn doch mal ein bisschen. Hauptschiff. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf dem weiten Wald in die Morgensonne. Wird das alles je vorbei sein? Nein, wird's nicht. So. Hier ist ja alles schön. Schön, hell. Und so von wegen gibt's keine Kisten. They sometimes consume themselves or break when used by an uninitiated. I was lucky. Das hast du mal verdient, du Quatschtante. So. Den Raum habe ich ja schon entdeckt, habe ja gesagt, da gibt's ja scheinbar das. Ach, von wegen. Da. Zack, repariert. Ah, war ein mutiger Mann, ja. Ich bin gleich auch mutig, schmeiß dir nicht nur eine Kiste am Kopf. Muss ich wieder den ganzen Raum hier hochlatschen. Ja, jammer du da hinten mal. Nun, Daniel, dass du das so kannst. Ich glaube, ich hätte 5-mal Pause gemacht. Und wenn man um sein Leben rennt, dann klappt das schon. So, jetzt wollen wir hier einmal. Ran. Oh, das hat sich was getan. Krieg ich noch ein bisschen Öl? Die Tank ist jetzt vollständig gefüllt, das ist schön. So, dann gehe ich wieder. Okay, auf meine To-Do-Liste: Dach reparieren. Es geht ja nicht, dass das hier leckt. Definitiv. Ich glaube, ich muss da mal wieder ein paar Wörtchen mit you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Ich mach doch gar nichts. Sei ruhig. Außerdem, wie willst du mich aufhalten, alter Mann? Obwohl, Daniel kann ja noch nicht mal einen Stein nehmen und das ein Monster am Kopf werfen. In anderen Worten, was will ich schon machen? Ich nehme die Schaufel. Und dann verabschiede ich den. You got the doors open? Good. I knew you could do it. Ja. Aber hier ist es dunkel wieder, schön. Zack, das war's schon mit der Dunkelheit.
Blut und hier. Was ist das denn? Da plümpelt irgendwas. Ne, ich will da lieber nicht runter. Was ist das denn hier? Guckt mal, eine Kurbel. Cool, es hat jetzt Seil runtergelassen. Kann ich an das Seil irgendwas dranbinden? Was haben wir denn zum Dranbinden überhaupt? Fleisch. Fleisch! Scheint richtig hier zu sein. Okay, Schnucki, hast genug befressen. Cool, ich bin ein Vampir. Ich sehe nämlich keinen Schatten von mir. Oh. Er hat den Knochen übrig gelassen. Reste aufgehoben. Was soll ich mit den Resten? Knochen mit Schleim überdeckt. Yeah, geht. Was ist hier? Ah, das Querschiff. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Klingt auch ein bisschen böse, oder? Aber nur ein bisschen. Wo bin ich denn hier gelandet? Hallöchen! How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one, prepare him. Ich hoffe, hier rennen Ratten rum und nicht irgendwas anderes. Hört sich widerlich an hier. Was ist denn hier drin? Dum, dum, dum. Jetzt habe ich keine Zünderbüchsen mehr. Toll. Na dann. So, das war meine letzte. Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte ihren Schultern, gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Okay. Igitia. Ich denke mal, das war dann hier mit irgendwas. Ja. Ist das ein Stück der Kugel? Aufgenommen, Stück einer Kugel. Ja, das war's wohl. Boah. Und dieses Läuten immer, ne? Das ist ohne Maus. Das ist auch widerlich. Ich habe nicht so viel Öl. Ich sollte es mir echt aufsparen. Was pfeifst denn jetzt schon wieder, Daniel? Ist doch nichts. Noch nicht. Ich meine, es ist auch nicht gerade schön hier, aber... Da wohnt... Meine Güte, ey. Was haben die hier nur gemacht? Ey, das ist... Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why wouldn't anyone
That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Alles klar. Zünd mal einfach einen Mann an. Ja, klar, mache ich gerne. Ich habe auch nichts Besseres zu tun hier. Die Zünderbuchse wollte ich eigentlich noch haben. Jetzt. Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm innocent! Ich bin unschuldig, das ist denn das da? Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode. Es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Ah. Damit fehlt man die Dinger. Okay. Das ist interessant. Setzt man den Arsch da drauf? Aber selbst dann. Da muss man doch irgendwie von oben noch drücken oder sowas. Aber hier ist kein Kugelschwimm. Oh Gott, schnell hier raus. Ja, ich renne gerade durch das Dunkle. Boah, Daniel. Der Kopf drin, deine Hände zittern, ja. Verständlich. Jetzt ist es wirklich verständlich. Hier wird mir auch der Arsch auf Grundeis gehen. Gucken, was wir jetzt haben für eine Foltermethode. Boah. So, wenn hier. In zwei Hälften geteilt oder was? Angebunden und dann mit einer Säge die ganze zerfahren. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Alles klar. Mit der hier. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Weg damit. Aber da ist ein Stück der Kugel. Aufgenommen, Stück einer Kugel. Damit haben wir zwei. Ja. Und jetzt verlassen wir diesen Raum hier. Ja, Daniel, ich weiß, was du meinst. Jetzt habe ich auch Schiss. Oh, jetzt haben wir noch eine Wendeltreppe, Daniel. Gehen wir die auch nochmal hoch. Ach, Daniel, hab doch nicht mal so einen Fall von vorne. Ja, man muss sagen, das Spiel ist jetzt irgendwie ein bisschen spannend, gruselig und widerlich, kann man das auch noch so sagen? Und Daniel spackt voll rum. Daniel ist doch nichts, ist alles gut. Punkt, 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 ja. Ich würde es nicht wundern, was ist das denn? Aufgenommen, Schnur, schön. Und eine Notiz. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über die Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerz und der Angst vor dem Bevorstehenden. Sie gehen halt.
Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärken, die unerwartet, die erwartet weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch vor den von mir gewünschten Effekt, demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anwendende Foltermethode zeigen und mit der eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in eine noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei 1-2 Freude kommt vorbei. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximale gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Okay. Oh, Daniel. Ich weiß, dass der Zettel jetzt schrecklich war, aber jetzt beruhig dich ein bisschen. Boah, Daniel. Ist gut. Niemand tut hier was. Guck mal, Daniel. Das legen wir jetzt drauf. Das ist bestimmt was Gutes, Daniel. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf deinem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich. Und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf ein Tablett präsentiert haben. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Okay. Ich nehme die Zunderbüchse da. Die da. Danke. Dafür muss ich mich jetzt extra hinknien, ja. Wow. Was denn jetzt? Naja. Was anderes war da aber nicht. Demnach werde ich mich jetzt aus dem Staub. Das war schön hier. Oder auch nicht. Punkt. Und Daniel. Du bist auch so ein Punkt. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach den Damaskus-Rosenöl zu suchen. So, Daniel, jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. How are things coming? Wie läuft es? Not so bad. Naja. Was sagt dein Kopf, Daniel? Immer noch Punkt. Und soll ich ihn jetzt sich erholen lassen? Weil das ist ja wirklich schrecklich hier drin momentan. Oder soll ich einfach weiter rennen? Ich renne einfach weiter. Daniel, du hast echt Pech mit mir. Gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Was ist das denn hier? Haben wir eine Lichtding hier irgendwo? Ja, schön, fein. Haben sogar noch eine, aber ich glaube, ich habe keine Zunderbüchse mehr. Doch, eine habe ich noch. Was ist denn das da?
Agrippa beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm mit dem wahren Grund meiner Anstrengung an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig mitgefühlt sein kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihn aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe deren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Vaya sagte mir, dass ich Agrippa befreien konnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbare Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tampa hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekretes der wasserbewohnten Krähen aus Kerenek oder Karenek. Karenek? Krenk. Der Krenk. So. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Es muss ein Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Okay. Oh, nochmal so ein Ding. Bei Hofe wirft man sich den Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seinen politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergesse. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder zu den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Interessant. Warum liegst du auf dem Boden, Daniel? Nix. Eine Zunderbox. Na, her damit. Na, her damit. Danke. Und? Nix. Okay. Einmal Laudanum. Danke. Das ist doch Öl. Oder auch nicht. Ein Kollege von mir hat gerade Feierabend. Das heißt, ich habe so eine gute Stunde Zeit, bis er nach Hause kommt. Das, bis dahin dürfte ich aber das mein Projekt hier. Altarraum, Eingang. Altarraum? Schon wieder? Du bist zu weit gegangen. Ja, das kennen wir doch irgendwo ja schon. Da. Oh, hier ist es hell. Schön. Lampe ausmachen. So. Ich schreibe mal hier mal Kollegen zurück. Moment. So. Weiter kann's gehen. Entschuldigt mich, ich muss mich mal kurz übergeben. Was ist denn hier? Was war das denn? 1839.
The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Take the man, cut the lines, take the man, cut the lines. Take the man, cut the lines. Leave the man. Now you sleep. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Die Tür habe ich aber nicht aufgemacht. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Spooky. Ein Material. Schnur aus starken Hanf. Ich sag jetzt erstmal nichts. Das war einfach nur widerlich. Leute hängen da immer noch und ich hab denen das angetan. Na super. Nett, du bleib drauf. Ich bleib hier nicht mehr alleine in diesem Raum. Nimm die Zunderbüchse mit, Daniel. Was ist denn hier jetzt? Nachdem die Männer gefangen gefesselt, konnte das Ritual beginnen. Erinnerst dich wohl wieder, Daniel, wa? Das war nur eine Zünderbüchse, aber die lasse ich jetzt liegen. Oh Mann. Daniel, was sagt denn dein Kopf außer Punkt, Punkt, Punkt? Okay, gehen wir noch tiefer. Altarraum, Haupthalle. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig und kam keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald und die Morgensonne. Wird das alles hier ein Ende haben? Fragte er sich. Keine Ahnung. Denke mal. Irgendwann. Aber. Ja. Igitt, was ist das denn hier? What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Okay, was ist das für ein Raum? Der ist so nicht dunkel, aber auch nicht hell. Also ich sehe, wo ich hinlaufe. Und Licht bringt auch nicht viel mehr. Ich bin verwirrt. Hier ist ein Abgrund. Hoffentlich ist hier kein Monster. Aber bei meinem Glück mit Sicherheit.
Was haben wir denn hier? Ah, das Ding kenne sogar ich. Die eiserne Jungfrau. Wenn sie eigentlich gerade anschreit. Ah, verdammte Scheiße! Ah! Ja! Ja, die heilige Jungfrau, eiserne. Oh, fuck. Der Fälscher. Ich muss mich erst beruhigen. Das war gut. Der war gut. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden. Und es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Meer. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben ins Auge, dass sein Auge aufgespießt hatte und nun auslief. Tja, das ist die eiserne Jungfrau. Da kommt ein Mann rein, die Tür wird zugemacht und du bewegst dich danach. Boah, Daniel, ist alles gut. Hier ist noch nicht mal ein Kugelteil. Da ist eine Flasche Laudanum. Soweit ich weiß, bringt das nichts, ne? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern, ne? Aber der Zustand ist besser geworden, das ist schon etwas. Aber hier ist echt kein Kugelteil. Oh fuck, ich hab keine Lampe mehr. Scheiße. Na gut, wenn hier kein Kugelteil ist, gehe ich wieder. Den Knochen. Ich suche mir jetzt einen Übergang. Scheiß Ratten. Ich vermute, dass es hier Monster gibt. Ich weiß es auch nicht, aber meistens hört man sie ja. Indem sie einmal rumkotzen. Ich gucke jetzt alles auf dieser Seite ab. Wer weiß. Vielleicht gibt es noch eine Tür. Ich will, da gibt es zwei Brücken. Ich hab's doch gesagt, hier gibt's ein Monster. Versteck dich, Daniel. Ich weiß nicht, wo es ist. Bleib still sitzen. Oder schleich dich zur Tür. Raum, Eingang. Okay, so bin ich auch dem Monster entkommen. Scheiße. Zurück zum Anfang. Boah, fuck. Als ob das Spiel nicht schon grausam genug ist momentan. Nein, jetzt kommen Monster und Foltermethoden. Du
Schlimm ist, dass man nichts sieht. Ich mache jetzt bestimmt keine Lampe an. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht auffülle, wenn ich Öl habe. Fuck, ey. Gib mir doch einfach nur die Kugelteile, ey, und ich bin glücklich. Wie viele Teile waren das? Waren das sechs? Sechs Teile waren das, ne? Seine Bruchstücke sollten, ja. Soweit ich weiß, waren es sechs. Drei habe ich. Super. Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? So, das war das hier. Okay, alles ist gut. Ah, da ist was. So, jetzt hören wir gleich wieder das Läuten, weil Daniel es nicht aushält, die Leute gefoltert werden. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Super. Tatsächlich ein riesengroßes Rad. Wie das aber funktionieren soll, weiß ich jetzt auch nicht. Da ist ein Teil der Kugel. Genau, ein Stück einer Kugel. Okay. Gucken wir uns mal an, dieses Foltermethode. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an den Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil um sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr genug Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in seinen letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Also wurde das am Bein festgemacht, dann wurde das irgendwo da festgemacht und dann wurde gedreht. Okay. Und dann wurde mit dem dicken Hammer hier draufgehauen. So. 3 der 6. Die Hälfte habe ich. Ich hoffe, dass jetzt in den restlichen Folterkammern da rennt es. Es rennt sogar weg von mir.
komme ich aber nicht hoch. Sehr schnell darüber kommen. Ach so. Fuck. Ich hoffe, ich finde den Eingang wieder. Auf zur... Das Gerät sieht ziemlich weich aus. Man sollte es einfach zu öffnen sein. Ja, soll ich mir noch mal Meißel drauf haben? Tatsächlich aufgenommen. Giftdrüse. Was ist das denn? Das ist eine Kuh. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschalle hallten in der Messingkammer wieder, drang bis zum Kopf des Bullens. Draußen konnten die Männer die bronzenen Brüllen hören. Okay. Da ist ein Stück der Scherbe. Der Kugel. Das ist nett. Bei lebendigen Leib verbrannt. So, 1, 2, 3, 4, ja. Ach, kann man die schon verbinden irgendwie? Sie bleiben nicht zusammen. Ja, war klar. Eher absichtlich am Rand her. Oh Mann. Das Spiel ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Also nichts für mich. Oh, fuck. So groß. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Aber das macht's nicht besser. Ich weiß nicht, wo es rennt. Ich hab's nur gehört. Ich wette, ich habe was übersehen. Fuck. Das waren doch 6 Teile, oder nicht? Nicht, dass ich jetzt alle Teile habe und die zerbrochene Kugel, da steht sie nochmal. Und in 6 Teile zerbrochen. Ja, super. Anstatt es mir mal leicht zu machen. 4 habe ich. 2 brauche ich noch. Ich habe 2 Teile übersehen. Bei den ganzen Foltermethoden.
heißt, ich gehe sie noch mal ab. Hier ist eine Jungfrau. Warum bist du schon wieder zu? Diesmal streckst du mich aber nicht. Willst du auch gar nicht. Nee. Autsch. Tja, Dani, was piekst du dich auf? Hier ist die Scherbe. Da. Wie, war's das? Nein, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Agrippa sagte aber 5 in Querschiff und eine im Altarraum. Richtig? Deswegen hat es jetzt aufgeleuchtet. Schön. Dann gehe ich jetzt auch. Hehe. Ausgang, wo bist du? Ausgang, wo bist du? Da ist der Ausgang. Ole, ole. Puh. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie wird nichts als Belastung. Ja, man wird sie nicht vermissen. Das weiß man doch nicht, ob man sie nicht vermissen wird. So, jetzt gehe ich. Ich habe keine Lust mehr hier. Wo sind die Leichen denn? Wo sind die Leichen denn hin, die hier gehangen haben? Oder bin ich mir Schiege im Kopf geworden? Hauptschiff, ja. So. Ich bin wieder da. Incredible. You found Vi's recipe. Then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please. Find the ingredients that prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Wir sagten, dass ich dich retten will. Dreier, der Sockel zum Altar. Ja, ich kann sie aber glaube ich nicht zusammen mischen, so. Ohne weiteres. Und laut Notizen sehr sorgfältig handeln. Ja, ja. Kann nicht kombiniert werden. Looks like you cleaned out the choir. Hä? Ah. Oh! Head for the transom and find the rest of the ore pieces. Was hat er denn jetzt schon wieder aufgeschrieben? Die restlichen Kugelstücke können im Querschiff gefunden werden. Nein, das Mikro ist nicht kaputt.
Ich habe nur gerade mit meinem Auge gezuckt. Die Frage ist, in welchem Querschiff? Ich glaube, in den hier wieder. Warum sollte es auch anders sein? Also, machen wir es doch nochmal. Gucken, ob ich das letzte Stück der Kugel noch finde. Und dann renne ich wieder hier zurück. Und schreie nach meiner Mama. Wäre doch eine gute Idee, oder? Nicht, dass ich jetzt, dass er kommt und ich ihn in der Aufnahme stecke. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ein bisschen. So. Ich gehe direkt hier lang, ja. Erwähnt, dass mir die Geräusche nicht gefallen hier. Ich dachte gerade, da wär's. Das Spiel. Es ist ein Spiel, man sollte es eigentlich genießen. Genießen, aber es zerrt so an meinen Kräften. Das kann man gar nicht richtig genießen. Und doch muss man es spielen. Und wissen wir, wie es weitergeht. Ah ja, okay. Ich werde hier auch keine Fackeln anmachen. Ich sehe nämlich selbst genug, aber die Monster sehen mich nicht. Was war hier nochmal? Je nach Foltermethode haben wir hier was gefunden. Dann gehe ich wieder. Ne, in dem Rad haben wir. Im Rad doch, in der Rathaus haben wir da in der Ecke was gefunden, ne? In dem Rathaus haben wir da in der Ecke was gefunden. Okay, kann wieder gehen. Hier war, soweit ich jetzt weiß, der eiserne Bullet, den da haben wir auch gefunden. Ich bin etwas still. Moment.
Das hat aber eher was daran zu tun, dass ich mich konzentriere ein bisschen. Da war die eiserne Jungfrau. Da haben wir es gerade eben gefunden. Ist der Ausgang, ne? Das ist, vier Folterkammern hier habe ich aber auch, drei Folterkammern hier habe ich auch, glaube ich, alle gefunden. Dann habe ich in dem anderen Ding nicht gefunden. In dem anderen Querschiff. Ja. Altarraum. Im Altarraum habe ich doch alle gefunden. Ich muss ins Querschiff. Ach man, ey, ich bin doch bescheuert. Sag mir doch mal, dass ich bescheuert bin. Ich renne da nochmal durch, Und dabei finde ich die anderen Sachen im anderen Raum, der wesentlich gemütlicher ist für mich. Haha. Was heißt gemütlicher? Haha. Naja, okay. In den anderen Raum noch mal rein. Hier ist es hell, schön. Hab auch alles angezündet. Wie viel Lampenöl habe ich noch? Ja, ist noch gut voll. My pupil, Johann Weyer. Ja, ja. Ich kann es trotzdem nicht zusammensetzen, ohne ins Labor zu kommen. Und ich weiß nicht, wie ich ins Labor kommen soll. Das ist zugenagelt. Ach, Hallöchen, ich bin wieder da. Und mir fehlt ehrlich gesagt auch noch eine Zutat. Jetzt gucken wir uns mal wieder um. Haben wir hier. Die habe ich im Schrank gefunden. Der nach raus hier. Bei Daniel klingelt schon wieder die Alarmglocke. Jetzt gehe ich direkt gegenüber. Ah, Daniel. So, hier müsste irgendwas sein. Das Gitter bedeckt ein Abflussrohr. Das Blut muss in einen Behälter. Ja, ich habe das Blut. So. Einen Moment. So, weiter kann es gehen. Jetzt wird im Hintergrund, es kann sein, dass es ein bisschen geraschelt wird, da ein Kollege von mir da ist. Und jetzt suchen wir erstmal weiter die blöden zwei Kugelteile. Es müssten doch noch zwei sein. Wo sind die denn? Also ich hätte zu stark vermutet, hier wäre eine gewesen. Nicht dann lassen. Was wir da ausmachen, jetzt gehen wir da rein. Ich werde noch einen Schädel im Kopf. Autsch.
welche Foltermethode war das denn immer? Ich glaube, das war das Fehl. Jo, das ist der Fall. Ah! Aufgenommen, Stück einer Kugel. Scheinbar haben wir alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, passt. Nein, ich will hier nur 5. Eindeutig verwirrt ist. Egal, wir haben jetzt alle. Wir haben auch die drei Zutaten, aber wie ich die jetzt zusammenkriege, ist eine andere Sache. Erstmal raus hier. Mit der Kugel. Wir können sie zusammensetzen. Das wird uns bestimmt jetzt gleich unsere Quasselstripper-Grippe sagen. Scheinbar ist das schon. Ich sehe alle Orb-Pieces, die du brauchst. Ich weiß, ich habe kein Recht, etwas von dir zu fragen. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vire's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my faith is in your hands. Ja, ich guck mal, wie ich das blöde Ding aufmache. Ich weiß, dass ich da rein muss. Sich nicht, ja, kein Wunder, dass es sich nicht holt. Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden, ja. Aber ich würde erstmal sagen, das reicht für heute. Wir sehen uns das nächste Mal weiter. Ich forsche mal nach, wie ich da reinkomme. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Grusel Amnesia. Wir starten wieder in diesem schönen Raum, solange der mich jetzt nicht unterbricht. Bis dahin würde ich sagen, mach's gut. Ciao.